Wer isst nicht gerne Honig? Kein Problem heutzutage. Der Handel bietet Honig in allen Preisklassen an. Zu DDR-Zeiten war es noch anders. Echter Honig war selten im Angebot. Dabei gab es allerorten reichlich Imker mit ihren Bienenwagen. Heutzutage sieht man sie immer seltener. Die Bienen wie die Imker. Ein Widerspruch möchte man meinen. Also ließen wir uns von einem Imker aufklären. In der DDR gab es sehr viele Imker. Mein Onkel selber war früher mal Imker. Es gab sehr viele Völker, bloß es gab immer keinen Honig. Das Einzige, was gab es, war dieser Kunsthonig, so 68 Pfennige. Jetzt ist es in der Umgekehrt. Die Imker werden immer weniger, aber Honig gibt es in rauen Mengen. Wie kommt das? Zu DDR-Zeiten, zumindest mit Beginn der 70er Jahre, war die Bienenhaltung sehr stark gefördert. Die Landwirtschaft hat sehr hohes Interesse gehabt, Bienen zu halten. Ein anderer sehr wichtiger Grund ist, dass die Erntevoraussetzungen insofern nicht mehr gegeben waren, als dass man seinen Honig mit der Wende nicht mehr verkaufen konnte. Wie alles war erstmal zur Wende der Osthonig nichts mehr wert. Und damit saßen die Imker auf ihrem Honig fest. Sie konnten ihn nicht absetzen. Alles, was bei Aldi etc. zu kaufen war, war ja besser. Und damit haben viele Imker aufgegeben, weil sie ganz einfach auf ihren Honig festsaßen. Sie wollten nicht aufgeben, aber sie haben es dann getan. Aber die Landwirtschaft braucht die Bienen ja nach wie vor. Das erkennt die Landwirtschaft erst in der letzten Zeit wieder. Ich habe in diesem Jahr erstmalig wieder Anfragen gehabt, ob ich nicht diese oder jene Kultur anwandern könnte. Habe ich mich sehr darüber gewundert, bloß nunmehr fehlen die Voraussetzungen. Die Technik, die man dazu hat, wie beispielsweise dieser Wanderwagen, ist kaum noch fahrfähig, denn es ist aus Kostengründen nur sehr schwierig, solche Wagen in Gang zu halten. Da kommt TÜV und etc., da kommen die Bestimmungen, die das, so dass man kaum noch es wagen kann, mit solchen Wagen loszuzotteln. Wie hat sich denn das bei Ihnen persönlich ausgewirkt, die Wende, was die Zahl der Völker oder die Zahl der Bienen betrifft? Kann man da sagen, ist es auch weniger geworden oder ist es, weil es sich nicht mehr gelohnt hat? Nun ja, bei mir ist es so, dass ich zu Beginn der Wende erstmal sehr schnell reagiert habe und einen eigenen Absatzstrategie aufgebaut. Ich bin rumgefahren in fast allen kleinen Läden, die in Magdeburg so waren, die kleinen Handelsbäckereien etc. und habe dort mit viel Mühe meinen Honig zumindest zum großen Teil absetzen können. Denn den Verkauf an den Großhandel, Biofahr Braunschweig oder was da so alles gibt, lohnt einfach nicht, das ist nicht kostendeckend. Da setzt man bares Geld zu. Also habe ich das über diesen kleinen Weg gemacht, sehr, sehr aufwendig. Und es ist mir dadurch gelungen, meinen Bienenzahl annähernd zu haufen. Ich habe mich ganz einfach geweigert aufzuhören, denn was man zu der Zeit 40 Jahre gemacht hat, gibt man nicht so ohne weiteres auf. Etwa 75% der Imker haben aufgegeben. Ja, der Imkerbestand ist seit der Wende um gut 75% und mehr zurückgegangen. Wenn ich das am Beispiel der Sparte Schönebeck, in der ich Mitglied bin, sagen kann, wir waren vor der Wende, also zum Wendezeitpunkt, etwa 55 Imker mit etwa 1200 Völker. Wir sind heute bei 19 Imkern mit 123 Völkern und dazu gesagt, alle überaltert. Ich bin einer der jüngsten Imkern, der noch aktiv ist. Es sind noch zwei jünger, davon eine sehr jung, aber es gibt keinen Nachwuchs. Es ist nicht lukrativ. Bienenhaltung macht einsam. Denn heute ist es so, jeder schützt eine Allergie vor. Ein Stich ist was ganz Gefährliches. Es ist kein richtiges Interesse da. Und dazu kommt immer noch die Frage, wo lasse ich heute meine Bienen? Man wird mit allen Möglichkeiten von den Nachbarn und Umgebung genötigt, keine Bienen zu halten.
Ja. Haben die Leute Angst vor Bienen? Ja. Warum? Genau das. Sie haben Angst, gestochen zu werden. Sie sind durch Presseberichte und sonstige Dinge verunsichert. Und wenn ich mir heute die Zeitung ansehe, letztlich war ein Beitrag, dass da im einem Garten in Buckau, genau weiß ich es nicht, da war dann ein Bild veröffentlicht, das da Kinder zeigte, in einer Panzerung, wo man sich sagte, na ja gut, wenn ich in dieser Panzerung an Bienen rangehen muss, naja, dann gäbe es lieber gleich, da fange ich gar nicht erst an. Ja? Zu diesen ganzen Problemen, also Unverständnis und wirtschaftlicher Faktor, da kommt ja nur noch die Milbe hinzu. Ja, die Milbe, das ist eigentlich unser Kernproblem seit Ende der 80er Jahre. Etwa 78 ist er eingeschleppt worden und Königs Wusterhausen war damals der erste Befall. Sie ist allgegenwärtig, sie ist da. Und man kann mit all den Methoden, die sich inzwischen entwickelt haben, nur versuchen, die Milbenpopulation innerhalb der Völker unter der Schadschwelle zu halten. Ein Beseitigen der Milben, ein generelles, ist einfach nicht möglich. Es gibt keine Mittel und Wege, milbenfreie Völker zu bekommen. Auch in Zukunft nicht? Wird da nicht geforscht entsprechend? Es wird intensiv geforscht daran, aber eben, wenn man das sah, schon seit 25 Jahren. Mhm. Und das Ergebnis dieser Forschung, man weiß zwar sehr viel über die Milbe, aber wie man sie denn los wird, es gibt keine nachhaltige Lösung. Das heißt also, auch Sie werden sich mit der Milbe arrangieren müssen quasi. Ich habe mich mit der Milbe arrangiert seit Beginn, als die Milbe hier auftragt, hat man mit allen möglichen Dingen versucht, die zu bekämpfen. Es war kein nachhaltiges Ergebnis zu erreichen, ergo muss man damit leben. Helfen sich da die Kollegen untereinander, wenn einer doch ein bisschen mehr Verlust hat über den Winter? Das ist unter heutigen Bedingungen relativ schwierig. Die Imker helfen sich. Aber erstens, die Völkerzahlen pro Imker sind ja so gering geworden. Hatten wir früher eine Völkerzahl pro Imker im Durchschnitt bei 32 Völkern, sind wir heute bei 8 Völkern. Und wer da so 8 Völkchen noch hat und davon vielleicht noch 20% verloren hat, der hat keine Reserven. Der hat keine Reserven, einem anderen etwas abzugeben. Ja? Und wenn er sie denn hat, er gibt ab. Und wir haben andere Gefahren inzwischen, der kleine Beutenkäfer beispielsweise. Wenn der kommt, geben wir auf. Dann kann man es machen, denn der kleine Beutenkäfer geht auf den Honig. War der schon an der Grenze irgendwo? In Spanien war er schon. Aha. Hätten Sie jemanden in der Familie, der Ihre Bienen übernimmt? Leider ist es mir auch nicht gelungen, meine Kinder da zu überzeugen. Auch mein Stand wird mit Ende meiner Imkerei wahrscheinlich aufgelöst werden. Und was meine Erben dann mal mitmachen, weiß ich nicht.